Ja, und somit wieder ein recht herzliches Hallo zu MXGP 2. Zweites Rennen in Deutschendal. Los geht's gleich. Ja, ich nehme da gleich mehr oder weniger am Stück ein paar Parts jetzt auf hier von dem Spiel. Ob zur Info auch. Und gleich einmal den Start verschlafen. Okay, ich fährt da innen gar nicht so aggressiv. Wir sehen, im Prinzip von ganz hinten kommen wir ja fast schon Top 10 einmal auf jeden Fall gleich wieder rein. Aber wie gesagt, wir werden dann demnächst einmal auf schwer und dann wird sich das vielleicht auch ein bisschen ändern. Schwer fahren. Da liegt schon der erste. Ei. Hey, nein, her links mit seiner KTM. Ah. Einer der Titelfavoriten auf jeden Fall. Stürzt da. Ah, das tut ihm sicher weh. Aber wir werden uns dann nochmal die Gesamtwertung anschauen. Noch zwei. Dann noch vier Läufen, aber zwei Stationen. Ja, heute bei diesem Part werden wir nur dieses Rennen fahren, dann vielleicht noch ein bisschen reingehen ins Biker-Outfit und Bike selber. Da ein bisschen herumstöbern nach dem Grand Prix noch, dass wir da am Appen vierten Part immer auch zwei Rennen dann schön drauf haben. Ja, setz mich zurück, wenn ich links von der Tafel vorbeispringe. Dankeschön. Naja. Boah, gab. Jetzt haben wir immer Runde 1. Finishline noch 12. Boah, da schießen sie daher von hinten. Ah, sehr schöne S-Kombi, gefällt mir auch sehr gut. So, da muss man schön rüber, genau, da bin ich schon das eine oder andere Mal rausgefahren. Boah, gab lieber. Ah, Bass haben wir natürlich zu wenig. Da müssen wir auf der Bremse was machen. Und da geht es auch schon in die letzte Runde, Freunde. Mal schauen, ob wir dann einmal 5 statt 3 fahren oder ich weiß nicht. Fürs erste reicht es mal mit den 3, wenn wir jetzt 2 Rennen haben. In insgesamt die 6 Runden. Boah, ui.
Bringt man das punktemäßig irgendwas? Nein, glaube ich nicht, oder? Maximal lassen wir ein bisschen bremsen, dass wir nicht so weit springen, oder? Joa, P8, dieses Mal können wir damit leben, glaube ich. Ah, meine S-Kombi. Ah, schön drüber kommen, ne? Das ist so eine Mini-Schlüsselstelle, dass man da nicht, oder was für mich zumindest, da nicht drüber fahre. Box ist ganz vorbei, dann kommen wir gleich wieder Richtung Ziel jetzt. Und da ist er schon. Jo! Sehr schön. Auf P8. Kawasaki, hier links noch auf die 10 gekommen. Max, Angst, ja, Angst, die kann ich mir erinnern, der ist auch gut unterwegs. Dann der Schweizer hier, Goulon. Naturell. Ja. 3000, insgesamt haben wir 4220, sehr schön. Gut, was wir ansehen ist das, okay. Weiter, mittel, Schräglage, naja, super. Hallo nochmal, Baum. Wir haben das Ende deiner Probezeit als Wildcard-Fahrer erreicht. Ah, okay. Ich arbeite momentan an der Auswertung der Angebote von Teams und Sponsoren, die für die nächste Saison Interesse an einem Vertrag mit dir haben. Sorry. Ich melde mich bald wieder. Bis dann. Ach so, das, ja genau, das waren ja zwei Wildcard-Rennen, ich bin ein Trottel, das war ja noch nicht die Saison. Ach du meine Güte. Schauen wir trotzdem eine Sekunde da rein, Ende der Debütsaison. Okay, gehen wir mal weiter. Unsere Wildcard-Rennen sind vorbei. Wir haben unser Bestes gegeben. Jetzt sind wir bereit für die nächste Saison. Wir müssen uns nur überlegen, ob du mit dem eigenen Team weitermachen oder für ein offizielles Team fahren möchtest. Genau wie die Sponsoren erwarten auch die offiziellen Teams eine Mindestplatzierung. Versuche ihren Erwartungen gerecht zu werden, dann ist dein Platz im Team gesichert. Ja, ich würde es mir gerne mal ansehen, aber ich weiß nicht, wenn ich jetzt ein offizielles Ende das anklicke, ob ich dann nicht mehr zurück kann vielleicht. Das ist jetzt die große Preisfrage. Wir bleiben mal fürs Erste bei unserem Team, hätte ich gesagt, oder? So, das alles gleich, dann nehmen wir wieder das Mittlere, das ist eigentlich dasselbe. Ja, neue MXGP-Saison steht vor dem Start. Und es sind alle noch kaum mehr zu halten. Magazin. Ah, das ist schon das. Okay, alles klar. KTM. Grafik-Kit. Oh, kostet auch 2000.
Aber die Belohnungen werden sicher noch besser. Für 200 lässt man uns jetzt einmal definitiv so Wipers, genau. Mal schauen, wie schauen die da aus? Okay. Ja, schon auch geil aus. So, was haben wir hier? Ich glaube persönlich, UFO hat mir am besten gefallen. Nehmen wir da irgendeinen... Als dritte Farbe könnte man noch irgendwo indirekt blau vielleicht einbauen. Das finde ich geil. Das ist aber auch cool. Ich nehme mal das. So, das haben wir mal. Sehr schön. Das nehmen wir noch mit. Oh, 4000 kosten ja alle gleich viel. Ah, die kosten ein bisschen. Achso, jetzt habe ich gar nicht geschaut. Haben wir da... Oh, ach du Scheiße, Geschwindigkeit. Das bringt ja direkt wirklich was. Sehr schön. Ah, Felgen würde schon was bringen auch. W9. So, orange. Mit weißen Felgen. Oh, geil. Noch besser. Das nehmen wir auch in unserem eigenen Team. 3000. Fahrverhalten wird besser. Ist hier kein Fehler. Bremsscheiben. Um 800er Bremsscheiben. Wir sind aber dann direkt auf Instant auf 10. Passt. Bremsen ist einmal geritzt. Ah, Brembo war auch noch. Shit. So, Pirelli, sorry, kurze
Pause. Ungewollt. Jo, ein Reifen. Was nehmen wir da? Pirelli, ja, da knallen wir uns drauf, na sicher. Brauchen wir nicht jedes Mal neu? Zubehör! Das ist alles orange, oder? Ja. So, was war mit Lenker noch einmal? Für einen Tausender bringt aber so nichts, okay. Dann lassen wir das einmal. Jo! Perfekt! Können wir das irgendwo in ein Showroom? Epsilon. Ja, da brauchen wir noch... Ah, die Nummer, kann ich die Nummer nicht die Farbe ändern oder so? Das gibt's ja nicht. So, was haben wir da am Start? Gut, das erste schaut nicht schlecht aus. Brauchen wir auf jeden Fall noch so ein Design, noch ein anderes. Wir haben schon ein bisschen das Motorrad schon mal leicht verbessert. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen noch definitiv mal eine Brille. Die schaut geil aus auch. Ja, sieht man im Rennen jetzt eh nicht so Bombe wahrscheinlich. Fox ist auch geil. Ja, würde gehen. Auch geil. Scott ist natürlich auch wieder der Klassiker. Da könnte man aber durchaus ein bisschen variieren mit der Brille. Auch ganz geil. Ja, ich kann mich sicher wieder nicht entscheiden. Oh, UFO gefällt mir. Aha, die ist durchsichtig. Auch geil. 400, das geht ja. Ah, das war nur die, was du... Okay. Ja, und jetzt... weiß ich natürlich wieder nicht, was ich nehmen soll. Das ist immer das Problem. Das eine Mal nehme ich euch jetzt mit, wenn wir dann aber gut drin sind. In dem Rhythmus, wo ich eigentlich hin will. Dann werde ich das nur mehr offline machen, aber ihr seht es dann einmal hier. Was nehmen wir da? Ja,
ja. Die kaufen wir uns. Stiefel. Ja, das ist jetzt für die nächste Frage. Ein Tausender. Oh, wow, wow. Sind die alle gleich teuer, die Boots? Da wäre unsere Kohle schon wieder weg hier. Nö, den Tausi will ich jetzt nicht rausknallen. Was kostet mir diese Halskrause? 300 ist okay. Ah, der hat Orange drin. Was ist mit Scott? Nehmen wir mit. Handschuhe kann ich nicht, also es wird bei der Kombi dabei sein, oder? Wahrscheinlich. So, wunderbar. Guter 20 Minuten Bart. Das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und im nächsten Bart kommen wir dann schön. Da starten wir dann komplett die Saison. Und ja, da starten wir die Saison. Saisoninfo. Schau mal den Kalender an, Los Sal. Auch in Los Sal wird gestartet. Sehr schön. Na, da haben wir ein bisschen was vor, Freunde. Da haben wir ein bisschen was vor. Kein hellen Abschluss in Amerika, Mexiko sind wir Assen, geil. Ja, cool. Da haben wir sicher ein paar interessante Rennen. Mal schauen, ob man nächstes Mal... Da gibt's noch nichts. Ob man da das nächste Mal vielleicht sogar... schon auf schwer fahren. Mal schauen. Jo, da darf ich mich bedanken. Das war's für den Part. Ja, ein Rennen nur und ein bisschen hier den Fahrer gestalten, dass wir da auch noch einmal ein bisschen drin waren und ein bisschen geschaut haben. Und ich würde sagen, nächste Mal fahren wir dann die ersten zwei Rennen auf der einen Strecke, dass wir das immer schön abschließen können. Dann passt das und ich kümmere mich dann ab nächsten Part ausstattungsmäßig dann alleine drum kümmern. In aller Ruhe, weil da brauche ich immer meine Zeit. Und ich kann dann noch zeigen, was ich dann gekauft habe und wie, was, wann, wo. Gut, das war's. Danke fürs Zuschauen. Nächstes Mal starten wir dann voll durch im vierten Part. Und ja, bin schon gespannt, wie es läuft. Vielleicht fahren wir gleich einmal auf schwer an und schauen wir mal, ob es nicht zu schwierig ist. Ja, werden wir einfach testen. Gut, bis zum nächsten Mal. Danke und ciao, ciao.